Glück auf, frisch auf und Tag zusammen bei Portananda unterwegs auf dem Bergbauwanderweg im schönen Muttental. Heute machen wir eine Familienwanderung und sind auf dem Ruhrsteig unterwegs und entdecken die Anfänge des Ruhrbergbaus. Kommt doch einfach ein Stückchen mit, es lohnt sich wirklich sehr. Ich immer machen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, Lialöhrchen und Tag zusammen, herzlich willkommen bei Portananda. Wie ihr unschwer vielleicht schon erkannt habt, sind wir heute auf dem Bergbauwanderweg im wunderschönen Muttental. Und zwar machen wir eine kleine Familienwanderung. Meine Mama, mein Papa, die liebe Anni und der Martin. Und wir entdecken hier viele, viele Zeugen des Ruhrbergbaus und freuen uns auf eine ganz entspannte Runde bei herrlichem Wanderwetter. Kommt doch einfach mit. Nach kurzer Zeit sind wir an der Burgruine Hardenstein angekommen. Die Burgruine Hardenstein befindet sich genau an der Ruhr, nordwestlich von Herbede, in direkter Nähe des Muttentals. Erbaut wurde sie zwischen 1345 bis 1354. Die Burgruine Hardenstein habe ich bisher noch nicht besucht, sondern habe sie lediglich von der Ruhrtalfähre aus beobachten können. Wir befinden uns an der Zeche Nachtigall. Heute befindet sich hier das LWL Industriemuseum Zeche Nachtigall. In der Zeit von 1714 bis 1892 wurde hier Steinkohle gefördert. Später wurde das Gelände als Ziegelei genutzt. Die Zeche Nachtigall gilt als die Wiege des Ruhrbergbaus. Das hier ist das Gruben- und
Feldbahnmuseum Zeche Theresia und ist ein technisches Museum. Das Museum befindet sich unterhalb des Schlosses Steinhausen auf dem Gelände der Zeche Theresia, die 1892 geschlossen wurde. Ja, Glück auf! Ich hatte tatsächlich mal das Vergnügen, mit der Grubenbahn zu fahren. Und zwar von Zeche Theresia bis zur Zeche Nachtigall. Das war wirklich ein Erlebnis. Und ist auf jeden Fall einen ganz besonderen Tipp wert. Für jung und alt und groß und klein. Und weiter geht's zum Schloss Steinhausen. Zuerst begrüßen Skulpturen die Gäste und Wanderer. Das Schloss Steinhausen diente im 13. Jahrhundert als Sicherung des Ruhrübergangs. Sein Wahrzeichen ist ein Rundturm ohne Helm. Heute gibt es hier unter anderem ein Restaurant. Sogar heiraten kann man hier. Und eine Schlosskapelle ist ebenfalls vorhanden. Und wer hätte das gedacht, sind Künstlerateliers beheimatet. Unser nächstes Ziel ist das Bethaus der Bergleute, welches aus dem Jahre 1830 stammt und einst Versammlungsstätte der Bergleute aus den umliegenden Zechen des Muttentals war. Eine notwendige Schmiede war praktischerweise ebenfalls für Reparaturarbeiten vorhanden. Heute ist das Bethaus der Bergleute ein Erlebnismuseum und ein beliebtes Ausflugsziel für Groß und Klein. Das war gerade mein neuer Kumpel und ich, wir zwei Bartbrüder. Und weiter geht's auf dem Bergbauwanderweg mit vielen interessanten Stationen. Und so langsam neigt sich auch diese Tour wieder seinem Ende entgegen. Doch die Wanderung ist erst vorbei, wenn der letzte Anstieg bezwungen wurde. Ja, liebe Leute, jede Tour hat auch wieder sein eigenes Finale. Wir sind auf den letzten Metern der Ruhrsteig-Muttentalrunde auf den Spuren des Bergbauwanderweges und befinden uns hier auf den letzten Metern. Da geht es noch mal ein kleines bisschen bergan. Also, kurzum, eine wespenreiche, aber sehr abwechslungsreiche Runde auf den Spuren des Ruhrbergbaus. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, empfehle euch diese Tour ganz besonders und bis bald wieder, euer Strömi von Potternander.